So, meine Damen, willkommen wieder zurück zur ersten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019. Leute, es ist so eine geile Lust darauf, muss ich wirklich sagen. Machen wir lieber noch ein kleines bisschen leiser, wenden das mal an. Gucken wir, ob das reicht. Das wird, glaube ich, reichen. Wir machen eine neue Karriere. Als Farmmanager. Neuer Farmer, ne, bei Null beginnen auch nicht. Wir wollen, das ist das Mittelmäßige. Wir haben zwei verschiedene Orte. Wir haben Felsbrunn und wir haben das amerikanische Ravenport. Wir beginnen natürlich in Felsbrunn. Gefällt mir persönlich besser. Wir nennen es natürlich Mansi. Das ist natürlich ein kleines Bild falsch geschrieben. Ich bin froh, dass jetzt meine Waschmaschine gerade fertig war. Oder gerade fertig geworden ist. Nee, wir sind nicht schwarz, wir sind auch keine Frau. Zu uns passt, glaube ich, die 1. Frisurmäßig habe ich ja mehr die Haare. Machen wir die 2, ist ein bisschen völlig, aber Kopfbedeckung, Farming Simulator, oh, eigentlich Landwirtschaftssimulator. Cappies sind schon geil. Mann. Challenger, Deutz. Wir sind Deutz-Fahrer. Nee, ja, kann man keine Accessoires, Sonnenbrille, nee, haben wir auch nicht. Weiter geht's. Wir haben natürlich die Vorbestellversion. Das ist natürlich mit den Retriever. Und ab geht's rein nach Felsbrunn. Das Spiel wird geladen. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber Leute, es ist einfach die riesen fucking Lust da drauf. Auf den neuen Bus-Simulator, auf den neuen Farming-Simulator. So, ab kann es gehen. Start gedrückt. Und als erstes, du hast genügend Geld für deinen Traum von Eigenbauernhof zu verwirklichen. Worauf was spezialisieren? Ackerbau, die Zucht von uns hier in der Forstwirtschaft. Oder doch etwas von allen. Die Entscheidung steht dir völlig frei. Zuerst musst du etwas Land, Gebäude und notwendige Fahrzeuge und Maschinen kaufen. Danach kannst du die Erzeugnisse verkaufen, um deinen Bauernhof zu erweitern. Da sind wir natürlich dabei. Wir haben 1,25 Millionen. Der Anfang ist natürlich, wir müssen Parzellen auswählen. Also man kann... hier. Nee. Wo kann man die Parzellen kaufen? Das sind jetzt die guten Fragen. Hier kann man die Verträge machen. Transportieren. Bin immer noch ein kleines bisschen krank. X-Land. Hier. So kann man jetzt die Parzellen kaufen. Wir nehmen natürlich unten Feld 20 für 181.000. Jo, ich möchte dieses Land kaufen. Das ist jetzt unser Land. Und jetzt können wir natürlich mit P, so wie immer, kaufen. Diverses gibt sogar. Oh, es gibt einen Gabelstapler. Oh, ist das geil. Leute, wir machen das gleich. Mittelgroße Traktoren. Kompakttraktoren. Wir fangen mit dem Fiat an. Wir fangen mit Fiat an, genau. Baumwollente. Oh, Leute, die 3 LKWs. Ja gut, gibt's einen neuen Lizard. Nicht ganz so, aber okay. Tierhaltung. Wir müssen erstmal gucken. Wir brauchen als erstes diverses nicht hier. Tierhaltung, Silos, Farmhaus. Damit können wir nämlich schlafen gehen. Die Frage ist bloß, wo stellen wir das hin? Also eigentlich passt das hier so wunderbar mit rein. Oder mit N? Nee, warte mal, wie könnte man nochmal drehen? Kann man rotieren? Ach, die Pfeiltasten. Hier wird es sicherlich nicht hinpassen. Hier passt es. Kamera drehen. QE. Wenn wir das hier so hinmachen, das sieht doch bestimmt gut aus. Denn das Farmhaus ist dafür da, dass man
schlafen kann. Das ist natürlich eine Sache, die wichtig ist. Und wir brauchen Dekoration Silos. Wir haben noch kein Silo, deswegen Getreidesilo, großes Silo. Machen wir, wir fangen an mit dem Getreidesilo. Nein. Wir gucken mal 200.000, 100.000, das reicht, glaube ich, für den Anfang erstmal aus. Können wir... Stellen wir hier so hin. Pfeiltasten, Boss. Da fahren wir hier so am Wegesrand entlang. Das sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir gucken. Hier haben wir die Ballen. Man kann Ballen kaufen? Ist das geil. Wir brauchen als erstes ein... Was tief lockern. Kreis legen. Gruber. Gruber brauchen wir. Holen wir uns. Den hier? Ich möchte ja klein anfangen. Kompakt, am besten mit einem Viertier. Der hat 100 kW. 100 kW, 150 PS. 100. Können wir sogar hier schon hingehen. Aber warum? Direkt sag, kein Feuer. Wir können sogar schon den Feuer holen. Dadurch würden wir ja anscheinend ein Trecker einsparen. Würde ja gut passen. Das ist jetzt auch neu, wie das mit den 3D optimieren. Mir fällt gerade auf, ich habe keine Musik, die kommt im nächsten Part rein. So, da würde ich sagen, die kaufen wir uns. Ja, steht beim Händler bereit. Dazu brauchen wir natürlich ein Kompakt. Da holen wir uns ein Fiat. Ich hoffe, der passt. Traktoren zum Ziehen. Reifenvariante, Standard, Breitreifen, Zwilling. Sieht denn besser aus? Breit? Ach nee, nehmen wir die Standard. Kaufen wir uns. Genau, da können wir nämlich schon mal anfangen. Ich brauche hier noch Gebäude, Farmhaus, Tierhaltung, diverses. Wo ist denn zum Auffüllen? Paletten. Wo fülle ich denn die Saatmaschine auf? Garage. Zurück. Diverses. Nee. Tierhaltung. Sicherlich nicht. Hunde, Hütte, sieht geil aus. Silos. Fahrsilo. Nein. Hallen. Nein. Farmhaus. Nein. Deko. Nein. Big Packs. Futter. Saatgut. Aber den muss ich bestimmt transportieren, oder? Wir werden erstmal... Oh, der Zug war schon unterwegs. Da haben wir uns ein Fiat. Oh. Nice. Ankuppeln. Jetzt werden wir gleich merken. Der vierte wird... Oh, sieht das geil aus, Leute. Ich krieg gleich noch Orgasmus hier. Map. 9. Wir sind dort am Shop. Wir brauchen nur die Straße hier hoch. Hier lang. Ich weiß nicht.
Also anscheinend mittelschwer wird er wohl sein. Ein bisschen. Ja. Komisch wird das schon. So, wir gucken mal nach der Saat. Was ist hier was? Da haben wir doch bestimmt irgendwo noch eine Erklärung hier. So, wir wollen. Mal Weizen. Weizen machen wir, glaube ich, zuerst. Oder Gerste? Weizen oder Gerste? Weizen, Gerste, Weizen, Gerste. Das ist Raps, das ist Gras, das ist Rüh. Ah, jetzt weiß ich, warum der am Anfang scheiße ist. Wir drehen wieder um. Ui! Aus dem folgenden Grund, man kann hier nicht alles auswählen. Also nicht die Anfangsprodukte. Ah, scheiße, da hat man schon mal nicht dran gedacht. Das heißt, wir brauchen schon mal einen zweiten noch. Das heißt, wir brauchen noch einen zweiten. Kompakt, noch ein Fiat. Kaufen. Ja, okay. Gruber, Bald, Kartoffel, Häcksler, Gruber. Da brauchen wir jetzt den einfachen. Genau. Kaufen. Genau, kaufen. So steht bereit. Dann brauchen wir eine Saatmaschine, Saattechnik. Den Amazon. Kaufen. Und dann kann ich ja Garage, kann ich den ja gleich so verkaufen. Gemietetes Fahrzeug verkaufen. Da war ich nicht schlau genug. 17.000 gab's. Gut, okay, mit der Maussteuerung bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das ist ein bisschen laggy auch mit den Reifen. Naja, so lala. Gut, okay, Bremse funktioniert, aber Gas aus irgendeinem Grund nicht. Wir fahren jetzt hier rein und holen uns. Das ist ein Kuba, da kann nämlich der Helfer nämlich schon in Kuba. Das natürlich schlau ist in Kuba. Also jetzt gleich Helfer 1 zu setzen, ist die andere Frage. Wie teuer sind die überhaupt? Das ist jetzt doch ist recht schwer. Mähdrescher. Oh, ist das niedlich. Den werden wir uns holen. Ist das geil. Ey, hier fängt man wirklich von richtig. Das ist das, was ich liebe. Man fängt von klein auf an. Oh, jetzt habe ich nicht geblinkt. Man hat hier wirklich richtig kleine Maschinen. Wir gucken dann gleich nach den anderen Maschinen noch. Das heißt, wir können uns locker noch die Maschine leisten. Tempomat 3 funktioniert. Nice. Och Leute, das ist doch gleich ein Orgasmus wert hier. Dann machen wir jetzt die Vorbereitung. Nächsten Mal kommt die Musik noch mit rein. Und ich lade den Part sofort hoch. Also hier wird ein bisschen was hantiert. Intro rein und hoch geht die Scheiße. Da steht unser Farmhaus. Und Feld 20 ist unser Feld. Da könnte man hier lang fahren. Fahren wir hinten, fahren wir gleich ran. Im Notfall, wir haben ein bisschen was im Siegel, haben wir ja. Aber das Feld ist vorbearbeitet, oder? Wir sind drüben. Hier sind Zuckerrüben. Ja, wie teuer ist denn Zuckerrüben? 300! Ey, das tut mir weh, aber wie übergrubbern das hier?
Und die Früchte gehen gleich kaputt. Nice. Also wir werden das hier überkubern. Das ist mir... Genau, da gucken wir jetzt mal kurz. Mätrischer, was gibt es denn da so? Hier haben wir die John Deere's. Haben wir hier noch einen großen John Deere? Der größte ist der... Der größte nicht, oder? Doch, also der größte Tank ist der Agro. Striegel, was ist denn Striegel? Mit Striegel entfernst du Unkraut. Stimmt, das muss man auch machen. Unkrautentfernung. Pflanzenschutz, Schwader, Miststreuer, Einzelkorn-Saattechnik? Erhöhung, okay. Miststreuer. Was gibt's denn? Tiere. Tiertransport. Hier haben wir für die Pferde. Das sehe ich eindeutig. Hier haben wir... Also es ist gut, dass sie unterschiedlich ist. Von der Größe her. Oh, großen Trailer. 36 Schweine passen hier rein. Nee, Schweine. Doch. 38 Schafe. Alter, ist das geil. Alter, was ist denn hier? Das ist mit Kühe, mit Stroh. Einstreuer, Lade, Strohballen und Boden. Ach, das ist nicht mehr per Maschine so. Ja, hier müssen wir auch Milch abtransportieren. Das wird Forstmaschinen. Hier, wow. Gut, okay, können wir. Eigentlich nichts Neues. Tief, da haben sie einen Goldhof da drin. Okay, Teleskoplader, Frontlader, diverses. Okay, Autos haben wir. Ach, hier ist der Mod. 17.000 könnte man sich holen. Könnte man mal rumfahren. Hier kann man alles laden. Aber hier kann man... 460 Platz hatte. Okay. Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader, die sehen auch besser aus. So, dann werden wir mal unsere Saatmaschine noch holen. Und die Frage bleibt immer noch, wie? Holt man oder wie kriegt man Saatgut? Jetzt werden wir erstmal hier noch die Saat einstellen. Das ist Gerste, das ist Raps. Nee, das ist Raps. Hier muss ich nochmal gucken. Oh, Inhalt wird gespeichert. Ey. So, das ist... Was ist denn das? Also ich würde mal sagen, wir fangen natürlich mit ganz einfachen Sachen an. Mit Weizen und so. Weizengerste. Genau. Dann ist bloß die große Frage, wo laden wir... Das auf. Ah, dort haben wir hier mal, glaube ich, Wasser. Aber die Frage ist, in welche Richtung geht man jetzt? Also mit Feldarbeiten ist da klar, fängt man irgendwie an. Der Helfer, der wird ja selber das fahren. Aber ich krieg das noch raus. Ich krieg das noch raus. Wo man das alles holt. So, jetzt gucken wir mal, wie weit ist denn der Helfer hier? Also schade um die Frucht. Der fährt 15. So, jetzt kommen wir eine Runde mit dem Zug, kommen auch noch fahren. Ja, die Map ist schon groß, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Geil ist es schon. Hier haben wir jetzt ein Temperat rein bei 80.
Helfer Ive blockiert. Wer ist denn Helfer I? Ach, das ist Helfer. Ach so. Nee. Hier hinten durch dieser... Nee, wir gucken uns das jetzt nicht so an. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch das ganze Part schon mal gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, wenn ich einen Daumen nach unten schreibt in den Kommentar, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich werde mehr bringen. Das steht klar. Wir fahren, nächste Part fahren wir mal hier hoch. Fahren wir zum Viehhändler, gucken uns das mal an. Fahren hier runter in die Stadt, gucken uns das mal an, Hafen. Also werden hier unten mal die Gegendmittel besuchen. Und nächstes Mal werden wir ja schon die Erdemannsschiene. Aber ich muss mal sagen, wir gucken jetzt mal kurz hier an. Also relativ schnell dreckig fand ich, oder? Oh, hier steht sogar gedüngt. Der wäre sogar gedüngt. Benötigt kalt. Muss gepflügt werden. Warten wir erstmal noch, bevor wir uns einen Flug kaufen. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.